Friedenseinsätze haben viele Facetten. Es können Schutzräume sein für die Schwächsten, eine Grundversorgung mit Nahrung und Medizin, aber auch Vermittlung und Dialog gehören dazu. Die Suche nach Frieden ist ein Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik. Neben militärischen und Polizeikräften entsendet Deutschland eine Vielzahl ziviler Helfer in die Einsätze auf der ganzen Welt. Jeder Konflikt ist anders. Das stellt auch die Helfer vor immer neue Herausforderungen. Manchmal sind es gewisse Momente, die entscheidend sind, wo man in ganz kurzer Zeit wichtige Entscheidungen treffen muss, was einerseits die Freiheit mitbringt in einem solchen politischen Job und andererseits aber auch eine sehr hohe Verantwortung. Nach meinen Erfahrungen im Südpazifik, also auch im Nahen Osten, wollte ich doch auch gerne dort arbeiten, wo die Vereinten Nationen die meisten Friedensmissionen hat, nämlich in Afrika, und habe mich dort für ein Land entschieden, das gerade unabhängig geworden ist, Südsudan, und wollte da eigentlich auch beim Staatenaufbau mithelfen. Da kam es dann leider im Land zum Ausbruch eines Bürgerkrieges 2013 und dann haben wir dort aktiv auch den Friedensprozess unterstützt und das machen wir immer noch. Ja, die Arbeit ist sicherlich anstrengend, die Tage können sehr lang sein und oft ist das Arbeitspensum unvorhersehbar. Und es wird generell erwartet, dass man mit ganzem Herzen dabei ist. Man weiß morgens eigentlich gar nicht, was einen erwartet. Man arbeitet schon auch im Büro, gerade Berichterstattung und Zusammenfassung von Analysen. Aber um erstmal Analysen schreiben zu können, muss man sich natürlich auch informieren. Riad, Dubai, Kairo, Beirut, dann Familie in Berlin oder Auswärtiges Amt auch in Berlin und dann wieder Genf. Friedensmissionen sind, glaube ich, ein besonderes Beispiel, weil das Situationen sind, in denen die UNO am politischen, eigentlich am meisten politischen Einfluss an einem konkreten Fall hat im Vergleich zu Ländern, wo keine Friedensmission ist. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung und sehr interessant zu sehen, in diesem Zusammenhang die politische Arbeit der UNO. Ich erinnere mich, dass meine Tochter letztes Jahr, als sie 5 war, am Telefon war, wo ich gerade auch in Gesprächen war, politisch, aber sie hatte mich angerufen und hatte geweint, warum ich nicht zu Hause bin. Und da habe ich ihr halt versucht zu erklären, dass ich hier in Genf arbeiten muss, damit die Kinder in Syrien bald auch wieder zur Schule gehen können, was zu essen haben und nicht ihre Häuser verlassen müssen, weil sie bombardiert werden und auch ihre Teddybären zurückbekommen. Und das hat sie dann verstanden.